Ja, also wir sind kurz vor dem einsamen Berg hier und da geht eine Tür rein. Muss ich da rein? Nein. Okay, hier geht's runter. Erstmal wird dann natürlich die Geisterstein folgen. Geht's hier hin? Okay, ja. Oh, laufen wir mal hier um den Schirm rum. Angekommen? Nee, darum. Was ist denn das für ein Labyrinth hier durch die Stadt? Also die Geisterstats, die würden halt, wenn man das schon freigeschaltet hat, immer jeweils 1000 Punkte geben, also relativ viel. Das ist aber mal ein weiter Weg hier, den wir einschlagen können müssen. Schönes. Hä? Warte mal, wo lang geht's? Oh, tatsächlich. Ich muss darüber. Darüber und Richtung Berg. Ah, Die geschafft. Gruppe ist jetzt bei den Haupttoren des einstmals großen Zwergenreiches Erebor angekommen. Die Ruinen erinnern an den Schrecken, der drinnen lauert. Gut, also, dann starten wir mal rein in das erste Level jetzt hier bei dem Berg. Okay, da geht schon mal was nicht, da muss ich dann reparieren. Ah, das ist, ja, okay. Wenn Bilbo das nur kann, dann muss er es machen. Bin ich hier so unsichtbar? So, drücken wir da auf B. Dann kommen wir da hoch. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Oder? Na okay, doch.
Aber da ist nichts zum Durchkommen, nur eine kleine Höhle. Keine Chance, da oben hinzukommen. Zumindest nicht mit den Zwergen. Da brauche ich die Elben dann dafür. Ja, da oben sieht man dann, ja, ist ein Geister-Minikit. Ja. Ja. Da haben wir ihn schon. Mit seinem großen Hammer. Okay, 5 goldene Statuen müssen wir zerstören. Hier komme ich nicht rein. Das kann nur unser Nekromant. Geht nicht. Dann nehmen wir ihn hier. Boah, braucht der lange, um da hochzukommen. Ah, der geht. Ah, jetzt. Er auch, okay. So. Ja, hochklettern, damit wird es immer noch nichts. Warte mal, habe ich nicht einen, der graben kann? Nee. Mehr hin? Nee. Die können alle nicht graben. Na gut, okay. Wir das erstmal. Und so schön die dritte Statue. Ah, das könnte ich vielleicht schaffen für die Minikids. Cool. Werden wir gleich nutzen. Erstmal die vierte Statue weg. Ah ne, da ist er ja schon. Das hier muss blau sein. Okay. Die beiden nochmal. Grün, jetzt muss er nur noch rot werden. Total einfaches System, also es kriegt jedes Kind hin. Nein! Ah, ich habe versucht oben an das Dingens da ranzukommen, dieses Band da. Da bin ich jetzt daneben gesprungen. Aber, fünfte Statue. Okay, guck mal, haben wir. Also, das erste Minikit.
möchte vielleicht auch dabei bleiben. So, wo haben wir denn unseren großen Middle Axe? Ich glaube, der kann das auch. Der eh hier genau. So, dann müssen wir nochmal. Ja, Mann, machen die das langsam, ey. Sollen alle, die an uns zweifeln, diesen Tag bereuen? Also dann, wir haben einen Schlüssel. Das bedeutet, irgendwo gibt es auch ein Schlüsselloch. Das Licht schwindet. Macht schon! Okay, also das geht wieder zurück. Dann muss ich später das machen. Sammeln wir erstmal die ganzen Platz ein, die wir hier durch die Vernichtung der Gegenstände bekommen. Nummer 2. Daran hätte ich zwar nicht geglaubt, aber okay. Ein paar Level, wo wir nochmal welche kriegen, sind natürlich gut. Okay, jetzt muss ich da hoch. So, bringen wir ihn erstmal um. Jetzt wird es relativ einfach. Ich muss mich glaube ich nur dranhängen. Dann rennt er glaube ich durch, oder? Ah nein! Okay, warte mal. Das ist. Okay. Also, das muss schnell gehen. Ich muss ihn tatsächlich übernehmen. Ja, okay. Hallo? Ah! Okay, der geht wieder nach oben. So, hinten kommen wir nicht ran. Anderes, was da ist, das muss, glaube ich, wieder der Reddergast machen. Aber jetzt kacheln wir erstmal den Baum nieder. Aufgeben!
Ja, vom Meisterdieb war ich jetzt auch ziemlich entfernt. Da brauche ich echt dieses mal 10 Stats oder so. Guck mal, 33%, das ist gar nichts.